komische Dinge, die wir als Kinder gemacht haben von Lidiro. Ja, das gucken wir uns aber sowas von mal an, weil ich meine, ich habe ja als Kind keine komischen Sachen gemacht. Also, ich bitte euch, ihr kennt Paletto. Der ist ein ganz normaler Typ. Lidiro hat übrigens mal so ein Schokoding aus mir gemacht. Also, wir gucken jetzt einfach mal rein. Let's go. Leute, mein Name ist Lina. Hallo. Und willkommen zu einem neuen Video. Komische Dinge, die wir als Kinder gemacht haben. Und bevor das Video beginnt, wollte ich euch noch alles Gute für das neue Jahr 2021 Dankeschön. Wünschen. Vielen gesund, Dank. Und das ist momentan das Allerwichtigste. Ey, ich finde ihre Stimme Erfolg so krass. Und vergesst so schnell wie möglich, dass so ein gruseliges Wort wie 2020 überhaupt existiert hat. So, und jetzt können wir auch anfangen. Erstens, Alkohol und Zigaretten. Ich bin mir zu 100% sicher, dass jeder als Kind schon mal so getan hat, als ob Salzstangen keine Salzstangen, sondern Zigaretten wären. Ja, aber es gab auch so Kaugummi. Man hat Stückchen für Stückchen von der Salzstange abgebissen. Ja, also ich fand diese Kaugummi, und es gab auch die auch Schokolade. Oder wenn man so getan hat, als ob Limonade ein alkoholisches Getränk wäre und man danach betrunken war. Cheers, everybody! Hä? Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Also... Ah, da sauf ich mir schön mein Wodka rein. Was? Oder auch bei diesen farbigen Schokolinsen habe ich mir immer vorgestellt, als ob es irgendwelche Tabletten wären, die ich unbedingt nehmen muss, um zu überleben. Warte, was? Du hast dir vorgestellt, dass du M&M's hier reinschredderst und dass das irgendwelche Tabletten... What? Nee. Also ich mache viele komische Sachen, aber nee, sowas habe ich nicht gemacht. Und Brausepulver, das war mein Coca. Obwohl, das lasse ich am besten weg. Kids, don't do drugs. Wir sehen uns in 5 Minuten. Nee, aber wir haben das in der Schule mit Mehl ge... Kreide. Kreide haben wir dann vom Lehrer und dann hat man gewettet, jo, wer schnüffelt das weg? Das haben wir gemacht. Und dann habe ich mit unserer Fernbedienung stundenlang mit irgendjemandem telefoniert, als ob dies mein Handy wäre. Hallo? Moment mal, also stundenlang? Du hast stundenlang mit der Fernbedienung geredet? Also, naja. Solche verrückten Sachen würde ich natürlich nicht machen. Ich rede manchmal stundenlang mit einer Kamera. Also, wer ist da? Hallo, lass die Scheiße sein. Da wollte jemand nur Brausepulver bestellen. Keine Ahnung, warum ich das Ganze gemacht habe. Es ist eigentlich echt bescheuert, dass man als Kind so schnell wie möglich erwachsen werden möchte. Und als Erwachsener würde ich lieber in den Kindergarten. Like for real. Und übrigens, wenn du als Kind genauso einen Scheiß gemacht hast, dann schreib es unten in die Kommentare. Vielleicht warst du sogar kreativer als ich und bist auf noch verrücktere Sachen gekommen. Wie zum Beispiel Dima, der sich als Kind beim Baden 2 leere Flaschen auf den Rücken geklebt hat und dachte, Jetpack, dass er ein Taucher ist. Ach so. Zweitens, Puppen rein aus Forschungsinteresse zerstückeln. Ja, Salzstangen rauchen war uns wahrscheinlich nicht bescheuert genug. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, unterschiedliche Berufe zu spielen. Es gibt die ruhigen Kinder, die zum Beispiel Verkäufer oder Bauingenieure spielen. Und dann gibt es solche wie mich, die gerne Ärzte und Friseure gespielt haben. Das klingt jetzt schon gefährlich, nicht wahr? Stellt euch einfach kurz vor, wie bei solchen Kindern das Spielzeug oder in schlimmeren Fällen die Haustiere aussehen. Zerstückelte Puppen mit aufgeschnittenen und tausendmal zugenähten Körpern. Aber noch schlimmer. Was ist denn los mit dir? Weil eigentlich kein Arzt werden wollte. Seine Puppen aber trotzdem so ausgesehen haben. Und auch diese kleinen Friseure, die sich oder ihren Haustieren gerne eine Glatze rasieren. Ich habe mir zum Beispiel als Kind auch gerne die Haare geschnitten. Danach habe ich meistens geweint. Aber das ist okay. Ich habe danach einen Topfschnitt von meiner Mom bekommen. Einen leichter lassen, wer auch so einen Topfschnitt hatte. Aber es gibt natürlich auch schlimmere Fälle. Wie zum Beispiel Dima, der gerne Frauenarzt und Zwerg werden wollte. Und ich persönlich will wirklich nicht wissen, was du mit diesen Berufswünschen gespielt hast. Naja, ich habe halt so... Dima ist ihr Kameramann, ne? Nee. Ihr Bruder oder lass so? Lass mich doch beim Drittens an alles Mögliche glauben. Und damit meine ich dieses eine Monster, das unter unserem Bett gelebt hat. Wegen welch... Das hatte ich nie. Ich hatte nie Angst irgendwie vor Monstern unter meinem Bett. Das war irgendwie eine Option, die war in meinem Kopf nicht drin. Wie Speedy Gonzales vom Lichtschalter bis zum Bett gerannt sind, um nicht am Fuß geschnappt zu werden. Aber zusätzlich dazu gibt es noch weitere komische Sachen, an die wir als Kinder geglaubt haben. Einige denken, dass Überraschungseier von besonderen Überraschungsei-Hühnern gelegt werden. Oder dass es Schokoladenmilchkühe gibt. Es gibt ja die weißen Kühe, die weiße Milch bringen. Und dann gibt es noch die braunen Kühe, die Schokoladenmilch erzeugen. Ja, das stimmt. Und Erdbeermilch. Und es gab auch immer die lila Kuh. Die hat immer Milka-Schokolade. Nice, kein Placement. Wäre schön, wenn ich von denen mal lecker, lustig Schokolade bekommen würde. Danke, Milka. Von Kühen, die ausschließlich Erdbeeren essen. Ist ja logisch. Und dann gibt es zum Beispiel die Kinder, die zwei Hunde bei der Fortpflanzung gesehen haben und dachten, dass das siamesische Zwillinge sind. Ein weiterer Fakt aus Dimas verstörendem Leben. Ich dachte zum Beispiel als kleines Kind, dass man durch das Küssen schwanger werden kann. Aber da war ich wirklich noch sehr, sehr klein,
dann wurde ich aufgeklärt und ich war verstört. Ja, echt schade, dass unsere Fantasie heute nicht mehr so crazy ist. Übrigens, habt ihr auch an irgendwelche komischen Sachen geglaubt, als ihr noch klein wart? Wenn ja, dann schreibt eure lustigen Geschichten unten in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Viertens, einfach nur peinlich sein. Was? Oh ja, ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, die solche bekloppten Sachen gesagt und gemacht hat, für die ich mich teilweise noch heute schäme. Als ich zum Beispiel an einem friedlichen Morgen aufgestanden bin und dachte, dass ich plötzlich rappen und breakdancen kann, obwohl ich das davor noch nie gelernt, geschweige denn probiert habe. Aber das war mir vollkommen egal. Ich habe einfach irgendwelche Oversize-Klamotten von meinem Bruder angezogen und sogar am selben Abend schon eine Show gegeben. Ich bin immer noch eine Showwoman und trage Oversize-Klamotten. Eigentlich ist mir alles Oversize, aber das ist egal. Ach ja, ich habe natürlich einen Tag ausgewählt, als wir ausgerechnet jemanden zu Besuch hatten. Es waren relativ viele Leute da, die auch noch Kameras dabei hatten und das Ganze... Ja, aber das machen doch Kinder gerne mal, oder? Also so wirklich eher so kleinere Kinder, dass sie halt einfach sich so ein bisschen ausleben und noch nicht so ein Gefühl dafür haben, was peinlich ist und was nicht. Ich glaube, das entwickelt man erst im späteren Laufe der Zeit, dass einem Dinge dann so, na, das ist doch peinlich, ma. Aber als Kind hast du halt einfach gemacht, weil ich scheißegal. Gefilmt haben, wie ich dort abgehe. Abgehe, so habe ich mir das in meinem Kopf vorgestellt. In Realität sah das aber so aus, als ob irgendein dickliches Mädchen auf den Boden gefallen ist und aufstehen möchte, es aber aus irgendeinem Grund nicht schafft. Oder wie ein Kind, das sich die ganze Zeit auf dem Boden... Ey, da habe ich einen Punkt. Ey, wenn wir gerade beim Thema Breakdancen sind, bin ich der Einzige, der mal probiert hat, so einen Breakdance-Move zu machen? Natürlich auch, wenn niemand zugeguckt hat. Weißt du, so ein bisschen einen auf Julian Bam, dass man so einen kleinen Spin... Sagen wir es so, es hat bei mir weder gut ausgesehen, noch hat es funktioniert. Also es war einfach nur traurig. Es gab auch mal so ein Lied. Ah, wie ging das nochmal? Master Phone, turn. Oh, no. Freestyler. Ich kann es nicht nachmachen, sorry. Ah, scheiße. Weil es einen Exorzisten braucht. In diese Videos werde ich aus selbsterklärenden Gründen natürlich nicht zeigen. Vielleicht irgendwann später. Aber hier ist ein Bild davon. Das Schlimme daran ist, dass ich mich in diesem Moment so wohlgefühlt habe. Yo! Und wisst ihr was? Jeden Morgen stehe ich auf und bedanke mich bei Gott, dass in meiner Kindheit YouTube noch nicht so bekannt war und ich keine Kamera hatte. Denn wer weiß, auf was für dumme Gedanken ich kommen könnte. Ich meine nur... Fünftens, sich noch auf Feste und Familienfeiern freuen. Ja, was? Damals war es noch anders. Die Zeit verlief deutlich langsamer und spaßiger als heute. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich die Einzige, aber als ich noch klein war, und damit meine ich nicht meine Körpergröße, sondern mein Alter, hatten meine Geburtstage und Weihnachtsfeiern eine magische Atmosphäre. Ja, also okay. Ganz normaler... Ja, nee, also Geburtstage hatten nie eine magische Atmosphäre. Das war einfach nur einer von zwei Tagen im Jahr, wo es Geschenke gab. Also so gute Geschenke. Geburtstag gibt's geile Geschenke. Weihnachten. Ostern und Nikolaus, das war in Ordnung. Da gab es so Kleinigkeiten. Aber wenn ich irgendwie neues PC-Spiel wollte, N64, whatever, dann war Geburtstag oder Weihnachten das. Und deswegen habe ich mich darauf so gefreut. Der Besuch meiner Oma war für mich etwas unvorstellbar Cooles. Und allgemein hatten irgendwie alle Feste eine größere Bedeutung als jetzt. Wow. Ein weiteres Jahr meines Lebens ist vergangen. Und ich bin ein Näher zum Tod. Super. Kennt jemand von euch irgendwelche Lifehacks, mit denen man sich diese festliche Laune und Fröhlichkeit zurückholen kann? Vielleicht wird mir ein Daumen nach oben helfen. Wer weiß, lasst es uns einfach probieren. Und sechstens als Bonuspunkt. Ja. Ich habe davon geträumt, etwas unvorstellbar mega ultra cooles zu machen, was sonst nur richtige Ehrenmänner und Ehrenfrauen schaffen. Doch ich habe es nicht geschafft. Was denn? Weil ich mich eben nicht selbst abonnieren kann. Aber ich weiß ganz genau, wer das schaffen kann. Und ich schaue ihm gerade direkt in die Augen. Ja, ich meine dich. Ach ja, und Daumen nach oben bitte auch nicht vergessen. Ja, ich mache Daumen hoch und Like. Und hier an der Seite findet ihr zwei weitere Videos. Eins von mir und eins von den anderen Bubbles. Saufen, bis der Arzt kommt. Und sonst wünsche ich euch allen eine produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss. Ach, ja, nicht vergessen. Lieber lass bitte Donuts essen. Ich hab auch Topf.